Hi liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Ole und ihr seid bei Wilhelmshaven Vlogs. Heute besuche ich das Frühlingsfest am Sportforum in Wilhelmshaven. Kommt mit und genießt mit mir die Atmosphäre auf dieser kleinen, aber schönen Kirmes. Wenn man hier auf das Festgelände drauf geht, wird man direkt vom neuen Riesenrad Northern Eye empfangen. Ich weiß gerade nicht, wem das gehört, aber es scheint noch nicht aufzuhaben. Sonst würde ich jetzt gerne eine Panoramafahrt für euch machen. Also es ist schon gut was los, muss man sagen, dafür, dass die Kirmes gerade erst geöffnet hat. Und da vorne steht ein Breakdance, der nagelneu gestaltet wurde mit einer LED-Rückwand und alle, also auch die Schilder hier vorne sind sehr neu und ja, die Fahrt sieht sehr spaßig aus, deswegen steige ich da jetzt erstmal ein vor die Öffnungsrede, weil hier ist um noch eine möglichst lange Fahrt zu kriegen. Breakdance-Fahrt gerade eben war nicht schnell, aber auch nicht langsam. Ah, aber am Ende habe ich mich sowas von gedreht, Leute. Ich bin komplett fertig jetzt, Alter. Und hier links vom Breakdance haben wir das neue Laufgeschäft Feueralarm. Mal gucken, ob ich da hier heute oder morgen so auf, wo mal durchlaufen werde. Aber ihr seht es, Marshall aus Paw Patrol ist am Start. Aber jetzt ist erstmal die feierliche Eröffnung, bevor es gleich weitergeht. Könnt ihr mich alle gut verstehen? Das ist wunderbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt gleich zu der, ich möchte mal sagen, mittlerweile traditionellen Eröffnung des Wilhelmshavener Frühjahrsmarktes. Man könnte auch sagen, wir eröffnen ja hier mal die Saison. Für viele unserer Kollegen ist es immer die erste Veranstaltung im Jahr und hier geht es dann immer weiter. Als erstes möchte ich begrüßen unsere liebe Bürgermeisterin Astrid Zage, die gleich die feierliche Eröffnung übernimmt. Und nach der Eröffnung bleiben Sie ruhig stehen. Wir haben nämlich etwas ganz Besonderes. Weil dieses Laufgeschäft, die hat unser Kollege Willi Schmidt ganz neu erworben. Und bei uns Schaustellern ist es so Tradition, wenn man ein neues Geschäft erwirbt, dann wird dies von unserem Schaustellerpastor, das ist in diesem Fall der Herr Henning aus Oldenburg, wird das Geschäft getauft, quasi gesegnet, sodass wir mit Gottes Segen quasi auf Reisen gehen. Weil die Volksfest und Schausteller und die Kirche sind schon jeher sehr eng verbunden. Und ja, das passiert dann quasi im Anschluss. So, ich will auch gar nicht lange reden. Wir wollen das gute Wetter ausnutzen. Deswegen würde ich das Mikrofon jetzt an Astrid übergeben. Liebe Astrid, du hast das Wort. Ja, danke lieber Franz. Ich freue mich wirklich heute wieder hier zu stehen und bedanke mich auch recht herzlich für die Einladung. Herzlich willkommen an alle Zuschauer, liebe Ratskollegen von euch, sehe ich auch jede Menge hier unten. Es ist einfach toll, dass wir wieder einen Frühlingsmarkt haben. Ich möchte aber noch einen ganz, ganz großen Dank loswerden, und zwar vom letzten Jahr noch, was ihr letztes Jahr für die Flüchtlinge hier auf die Beine gestellt habt. Chapeau, Hut ab, vielen, vielen lieben Dank. Das war wieder ein Riesenbeispiel dafür, dass die Schausteller einfach eine große Familie sind mit einem riesengroßen Herz. So, aber nun will ich auch nicht weiter hier großartige Reden schwingen. Ich möchte euch jetzt alle herzlich willkommen heißen und somit eröffne ich diesen Frühlingsmarkt jetzt offiziell. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich damit fahre, weil ich habe keinen Bock, nach außen gedrückt zu werden jetzt. Hier steht auch so eine kleine Familienachterbahn, aber da falte ich mich jetzt nicht rein, weil ja, dann habe ich da auch keine Lust zu und das ist mir auch so ein bisschen peinlich. Also Autoscooter will ich später vielleicht auch noch fahren. So ein bisschen wie bei GTA quer, weil die Fahrbahn rasen. Normalerweise geht das Fest hier immer so geradeaus weiter, aber man hat da war noch so ein Fahrgeschäft aufgestellt, glaube ich, und deswegen musste man hier einen kleinen Schlenker bauen. Ist jetzt vielleicht bei dem Wetter nicht so gut, wenn man kein festes Schuhwerk hat, weil überall Pfützen sind und so.
Aber hier diese Bude, die finde ich auch verdammt cool. Da hole ich mir hier nachher erstmal Bier, wenn es das da gibt. Und jetzt fahre ich hier erstmal eine Runde Dance Jumper, der hier auf der rechten Seite steht, für 5 Euro. Ja. Ich komme jetzt gerade aus dem Dance-Jumper raus, Leute. Ja, es war viel zu intensiv für mich. Ich fahre das nicht nochmal. Und jetzt könnte ich mir erstmal eine entspannte Runde im Riesenrad. Also ich habe langsam echt das Gefühl, ich werde zu klein für Riesenrad-Gondeln. Leider steht das Riesenrad etwas deplatziert, deswegen kann man nicht den ganzen könnt ihr einmal die Stadt von oben sehen, wenn ihr überhaupt was seht, wegen diesen neuen Scheiben hier. So, nach einer entspannten Runde im Riesenrad gehe ich mir jetzt erstmal ein Bier holen. Ich komme jetzt hier gerade nochmal an der Achterbahn Family Coaster vorbei. Oh, und ja, es ist eine nette Familienachterbahn, aber jetzt nichts für große Leute, weil guck mal, wie klein die Wagen sind. Aber ich habe noch nie so eine Thematisierung bei einer Kinderachterbahn gesehen. So, ich sitze jetzt hier in einer etwas ruhigeren und auch etwas wärmeren, regengeschützten Ecke und habe mir so ein schönes Jäfer hier bestellt. Jetzt fahre ich nochmal eine Runde Breakdance. Also die Rückwand, die sieht ja optisch echt cool aus mit diesen ganzen Lichteffekten und so. Ich bin jetzt nochmal Breakdance gefahren. Leute, da war eine bessere Stimmung als gerade eben. Nur leider habe ich mich nicht so krass gedreht wie gerade eben. Aber jetzt fahre ich noch zum Abschluss noch eine Runde Musikexpress. Alles klar, super. Jetzt versuche ich hier am Greifautomat mal einen der Paw Patrol Charaktere zu ziehen. Komm, bitte lass es Chase oder Marshall sein, komm! Digga, wie macht man das scheiß Ding hier runter? Nein! Fuck, Mann! Ich verlasse jetzt die Veranstaltung und ja, es hat die ganze Zeit geregnet, aber trotzdem hat es richtig viel Spaß gemacht heute am ersten Tag. Morgen bin ich ja nochmal hier. Mittlerweile haben wir Sonntag, den 26.03. und ich war ja gestern am Eröffnungstag schon hier und dass ich heute nochmal hier bin, hat einen ganz besonderen Grund, denn heute ist ja die ganze Paw Patrol hier zu Gast. Oh, und man merkt auch, es ist deutlich mehr los als gestern, was daran liegt, dass heute besseres Wetter ist als gestern.
Alter, was geht denn hier beim Breakdance ab? Ja, hier sollte ich erst gucken, was jetzt dann. Ja, fahr ich später auch noch mit. Definitiv gut bei der Stimmung hier. Ja, Alter, ich komme ja gar nicht mehr klar, wie viel hier los ist. Aber kaum jemand will diese Achterbahn hier fahren. Jetzt werde ich erstmal eine Runde im GTA-Style Autoscooter fahren. So, ich sitze jetzt hier in meinem AMG, Leute. Da brauchen wir nur den Zündschlüssel reinstecken hier. Alter, ist das geil! Ein Michael München noch existiert, es gäbe keine Verkehrsregeln. Schieben! Komm! Oh. Jawohl! Oh. Oh. Alter, macht das Spaß! Ja, ich lerne kein Autoscooter mehr fahren, aber es macht richtig viel Spaß, die anderen wegzuballern hier. Whee! Juhu! Driften! Whee! Neben den bereits angesprochenen Fahrgeschäften gibt es ja auch noch zahlreiche Kinderfahrgeschäfte, wie zum Beispiel das hier, dieses Rally Truck. Wir haben so halt eben so eine Achterstreife. Früher als Kind hätte ich es geil gefunden, wenn ich da heute als Erwachsener rein müsste, würde ich mir denken, wie langweilig ist das denn? So, jetzt steige ich erstmal in die Beachjumper ein, der hier vor mir steht. Vielleicht gewinne ich da diesmal das Becherspiel wieder. Jetzt mal ganz langsam zur Lande bitte. Einfach frei ausrollen. Alles ab heute los, die Becher am Bord hier. Alle nehmen die Becher in den Mund. Wer am meisten Wasser drin hält, bekommt die. Die Nummer 19 hat es geschafft hier. Schade, dass ich da keine Freifahrt bei dem Spiel, wo man hier die Becher voller Wasser im Mund stecken muss, gewonnen habe. Aber das Becherspiel macht trotzdem immer richtig Spaß. So, nachdem ich gestern leider hier am Greifautomat verloren habe, versuche ich das heute nochmal. Alter, alles nein, schon wieder nicht. Angeblich soll es hier eine Autogrammstunde mit der Paw Patrol sein. Ich weiß aber tatsächlich nicht wo, aber ich gehe fest davon aus, dass es hier ist. Ich bin jetzt hier nochmal vor dem Riesenrad und ich denke, anhand des Ansturms sieht man, wie beliebt die Serie Paw Patrol bei Kindern und Jugendlichen ist. Die Gänge sind so voll, Mann. Hier ist kaum ein Durchkommen. Diese Kettenkarussells, die sind ja relativ langweilig.
Aber in Frankreich gibt es welche, wo dahinter noch so ein Kran steht, wo Sachen dran sind und der Mann sich dann mit einer Fahrt gegenseitig hochschießen muss, damit man die Sachen runterkicken kann. Dann fände ich cool, wenn es in Deutschland auch geben würde. Wir haben jetzt mittlerweile fast 18 Uhr und ja, es hat sich zwar schon mit der Fülle gelegt hier, aber es ist trotzdem noch... Mittlerweile sind einige Tage vergangen, seitdem ich das letzte Mal hier war und ja, es ist auch deutlich weniger los, was aktuell, glaube ich, dem Wetter und auch der Zeit verschuldet ist. Aber ich denke, heute Abend wird es dann auch wieder voller. Ich mache da vorne jetzt Dosenwerfen, Leute. Mal gucken, wie viele auf einmal ich abrunde. So, das, let's go, das Leute. Scheiße. Kräftig. Warte. Nochmal kräftig. Ui. Das habe ich gewonnen, Leute. Das ist so eine Sanduhr mit Wasser drin. Wieso legt man hier eine Filzmatte drunter, obwohl man weiß, dass sie nass werden kann? Naja, egal. Ich fahre jetzt jedenfalls noch eine letzte Runde Breakdance für diese Veranstaltung. Diese Breakdance-Fahrt gerade eben toppte nochmal alle meine vorherigen Fahrten und jetzt gehe ich erstmal hier was lecker essen. Eine Hälfte für euch, eine Hälfte für mich und hiervon auch eine Hälfte für euch, eine Hälfte für mich. So, auf geht's, meine letzte Karussellfahrt vor der Flames of Water Show. Wo findet statt? Im Musikexpress. Ich bin jetzt gerade nochmal Musikexpress gefahren und diesmal in der Fahrtrichtung vorwärts und mit mehreren Leuten in einem Wagen. Leute, ich sitze nie wieder im Musikexpress mit mehreren Leuten in einem Wagen. Denn auf der Außenposition, wo ich sitzen musste, weil ich der Größte von allen war, hat man mich so richtig eingedrängt und meine linke Hüfte tut jetzt sowas von weh dadurch, Alter. Aber trotzdem hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich habe hier einen Bierstand gefunden. Ich trinke auf die Veranstalter und darauf, dass die hier so eine schöne Veranstaltung geleistet haben, Leute. Prost! Ich sag's euch heute, Jefa ist das beste Bier, das man jemals kriegen kann. Und dann ging sie auch schon relativ schnell los, die Flames of Water Show. Könnt ihr den Lichtstrahl sehen?
das war mein Kirmesbesuch 2023 beim Frühlingsfest in Wilhelmshaven. Das war eine kleine Kirmes, die hier aber sehr stimmungsvoll war. Das, was ihr in dem Video seht, ist nur ein Bruchteil von dem, was ich wirklich erlebt habe. Ein kleiner Ausschnitt, gespickt mit vielen Highlights, kurz, knackig und unterhaltsam. Besonders cool fand ich, dass meine Lieblingscharaktere Chase, Sky und Marshall von Paw Patrol den weiten Weg aus Adventure Bay auf sich genommen haben. Ich wünsche den Schaustellern, die hier vertreten waren, alles Gute für die folgenden Feste, auf denen sie vertreten sind. Das war's vom Video, Leute. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Benachrichtigungen über neue Videos zu bekommen, ist ganz leicht. Ein Abo reicht. Tschüss!